wie alle anderen Gäste. Es wurde vorhin von der Jury gewählt Herr Walter Tötemann. Herr Walter Tötemann war Geschäftsführer der Dümmer-Weserland-Touristik, Mitbegründer und Initiator. Und ich denke, wir haben hier auch die richtige Wahl getroffen, denn er war dem Landkreis Vechta auch immer gut angetan, nicht Walter? Ja. Unsere Wette, die Dümmer Steid oder die Dümmer Geid, wird in diesem Jahr wieder spannend werden. Die Bedingungen sind theoretisch, so wie es damals von der Bezirksregierung Oldenburg festgelegt worden ist, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die Eiswette schon, dann weiß man, was besser ist. Ja, wir sollten, normalerweise heißt es so, auf der Eisfläche muss ein Quadratmeter großes Feld vorhanden sein. Dieses Feld haben wir natürlich zu Hause gelassen, weil wir hier nichts abstellen könnten. Auf diesem Feld von einem Quadratmeter muss eine Person mindestens mit einem Gewicht von 75 Kilogramm eine Minute auf dem Eis ausharren. Ja, als erste Amtsmaßnahme haben wir Herrn Peter vom Walde, seines Amtes schon seit ein paar Jahren, der Prüfer, der unseren Gast am Haken hat. Dieser Haken besteht vorsichtshalber aus einem Sack mit 75 Kilogramm Salz. Also es könnte noch sein, wenn Eis dabei wäre, dass der Salzsack doch seinesgleichen tun würde. Aber lieber Peter, in Kooperation mit unserem Landrat Herbert Winkel, mit unserem Notar Wilhelm Beckmann, ehemalige Grünkohlmajestät, mit der neuen Grünkohlmajestät Herrn Walter Tötemann und mit geistigem Zustand, Beistand, Entschuldigung, das war jetzt verkehrt. Bitte ich denn auch, lieber Heiner, zu prüfen, ob unser Aal wieder lebendig wird, wenn du ihn einmal einhängst. Lieber Peter, vielleicht kannst du deinen Trecker starten und einmal gucken. Der ist schon ausgenommen. So, ich gucke, ob er lebendig wird. Hier auf diesem Abschnitt nochmal wissen, weil wir befinden uns ja auf dem Diepholzer Bereich. Und oh, guck mal hier. Herr Peter, versucht den Sack mal runterzulassen, ob er dementsprechend stehen wird. Er steht. Ja. Der steigt. Das ist normal, wie der Gang runter. Ich denke, wir müssen unseren Notar fragen, wie die Temperaturen sind. Unser Landrat, die wir jetzt genau geprüft haben, zuerst unser Landrat, der Winkel, was zeigt unser Temperaturmesser an? Ein Temperaturmesser von außen sind wir jetzt bei 6,5 Grad und Wasser macht der Notar. Ja, wir gehen heute noch zuerst zu unserem geistigen Beistand dabei. Ist unser Aal wieder zu nehmen, Herr Hetzlein? Ja, ich habe leider noch nicht die Kräfte unseres Herrgotts, aber er wird nicht auferstehen. Den hättet ihr vorher nicht ausnehmen dürfen, dann wäre es vielleicht gegangen. Ja, und in den amtlichen Feststellung höre ich unseren Notar. Ja, wir können nicht berichten, dass der Dümmer steigt, sondern wir müssen schon feststellen, bei 4,6 Grad Wassertemperatur ist nichts zu halten für den Sack oder den Mann, der auf dem Eis steht. Ja, liebes Prüfungsteam, wir bedanken uns recht herzlich. Das Wetter wird schlechter. Wir ziehen uns zurück. Wir bedanken uns für alle, die hier heute teilgenommen haben. Vorsicht! Vielen Dank an alle Gäste.